So, mein Neger. Ah, da bist du. Ja, sorry. Dann können wir ja weitermachen. Ist es mal jetzt da? Ja, der geht jetzt wieder. Tschüss, Nein. Walle. Das könnte man doch netter machen, Ja, gell? gut. Dann machen wir weiter. Hitler. Yeah, willkommen zurück zu GTA 5 mit Hitler. Hitler-LP. Hitler-LP. Ja, wir müssen jetzt ja das Auto zurückbringen, weil die Yacht ist jetzt wahrscheinlich weg, weil unser Sohn eine dumme Missgeburt ist. Wäre es nicht sinnvoller, Mission für Mission aufzunehmen und nicht die Mission zu cutten? Ja, gut. Ich habe jetzt halt ein Missionsziel gemacht und also die eine Hälfte, das passt schon. By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you, Jimmy, but you're an asshole. And right now, with my boat disappearing over the Hast du horizon, Jimmy that's innerhalb all von I 10 can see. Sekunden aufgefangen? Circa Ich 20. Ich weiß es nicht. Ich habe zuerst gedacht, ich müsste jemand anders auffangen. Ey, du Drecks-LKW! Alter, fick dich doch. Hier. Was macht keiner mit mir, ey? Oh fuck. Na, meint. Er hat's doch getan. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Before, I mean, man. Not really. This little shit stays in his room all day, and I don't have any other people to go with, you know? I like looking at him. Looking? Yeah. You know, I come down to the marina, sit on the dock, pour myself a drink, and look at her. Jacqueline. It'd clear my head, you know, let me dream. Jacqueline, huh? Well, maybe you need to do some other shit to fill your time. Dream other dreams, man. Yeah, sure. Whatever. Ja, Michaels Leben, da kann man sich drüber streiten, ob das toll ist oder nicht. Also ich, ja, würdest du so ein Leben haben wollen wie Michael 66? Viel Geld, aber Ah, eine okay. scheiß Familie. Das nehmen wir Blunzen. Take what's in my pocket, a couple thousand bucks. That'll cover it, right? So you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man, and drop it back off at your house along with this dude. It's all good though, man. You go and get your head right, all right? All right. Listen, thanks for today. Appreciate it. You stop back out to the house, we'll talk. You see? Show, man. Hey, sorry we didn't get your boat, man. Yeah. Alter Jimmy, dein Ernst? Was ein Spast. Dann guck mal, ob man die Karre wieder machen kann. Ich denke mal. Man passe dem Fahrzeug eine neue Lackierung, um die Bullen loszuwerden. Müssen wir denn da jetzt rein? Hier, oder? Jo, was geht ab? Still need to get you out for one of the races, Franklin. See if you drive as fast as you talk. You gonna do this thing, or we got to bounce? There you Alright, go. Good as new. Warum soll ich eigentlich Amandas Auto aufmotzen? Jetzt mal seine Ehefrau findet das nicht zu knülle, wenn du dein Auto ausborgst und das Ja, komplett geschrumpft ich hab's jetzt ja zurückkommst. wieder fertig gemacht, aber jetzt kann ich noch irgendwie Panzerung hochmachen und so eine Scheiße. Ja, das ist halt das normale Tunen. Also. Das musst du nicht machen. Das möchte Und ich. für Gold darfst du jetzt keinen einzigen Kratzer mehr reinmachen beim Zurückbringen. Okay, halt. Ich werde es mal Du versuchen. hast eh über 10% Wird länger als 10 Sekunden gebraucht, um Jimmy aufzufangen, also ist das sinnlos. Aber trotzdem möchte ich es mal versuchen. Ja. Ich
fahre gerade sogar nicht mal schlecht, aber es ist viel zu schnell. Ich werde es nicht schaffen. Jawohl. Chisel. Wow. Ja, Jimmy Chisel. Jimmy Manissel war Chisel. Ja, vielleicht kriege ich ja noch Silber, wenn ich jetzt keinen Kratzer. Ah! Oder minimalen Schaden darfst du haben. Das ist nur Luxury, keine normalen Schäden. Also die Motorbe muss noch drauf sein. Ja. Okay. Alter, ich fahr grad perfekt. Was ist grad los mit mir? Ah, war das close. Ich glaube, jetzt habe ich schon verkackt. Ich bin mir aber nicht sicher. Es waren nicht viele. Es waren ein paar Bollen höchstens. Da ist sie dann. Aber ich habe mir Mühe gegeben. Das ist... Deswegen bist du trotzdem schlecht. Oh, fuck. Okay. Bin voll gegen ein Auto. Jetzt habe ich verkackt. Ja, das ist voll kacke. Ich kann eigentlich nicht wirklich viel mehr Times viel mehr Splits einbauen. Was dann immer die Frage ist, welche Mission du zuerst machst. Ich würde wir müssen halt eine Reihenfolge dann festlegen irgendwie. Ja, das ist aber behindert. Warum? Weil du teilweise, wenn du Charakter zurückswitcht, kann er auf unterschiedlichen Positionen sein. Dann war ich natürlich da, wo ich am nächsten bin zuerst. Na gut. Boah. Der Jimmy ist schon so ein Spast. Na, Kontakt Michael und Jimmy. So, jetzt gucken wir doch mal. Ah, die Torture-Dinge. Bronze! Ah ja, schneller Fang, 11 Sekunden und nicht ein Kratzer. Ah ja. Okay. Ja, gut. So, ist es egal eigentlich, mit wem ich jetzt... Das mache ich mit Franklin die nächste Mission, oder? Welche hast du denn zur Auswahl? Ich weiß nicht. Klick mal M. Ich glaube, sind ja auf der Karte sind ja Buchstaben. Oder? Ja. Welche sind da? N. Oh, Simeon ruft gerade an. Der hat bestimmt was. Nein, hat er nicht. Man, a dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You are fucked, my boy. Fucked. Oh, hat mich nur beleidigt. Toll. Du hast ihm in die Schnauzen gehauen, natürlich. Das war nicht ich, das war Michael. Oh, Unterschied. Er hat dich angeschnauzt, wenn du schwarz bist. Du glücklicher. Michael hat auch nichts irgendwie auf der Karte. Ah, doch, da. Meine sind genug vom gestimmten Blaubuchstaben für Michael, grüne für Franklins. Es müsste aber eine Franklin-Mission auch sein. Echt? Vielleicht habe ich sie einfach nicht gesehen, weil ich dumm bin. Ist ja egal. Bei Franklin ist auch eine 1 dran. Hat bestimmt Missionen oder so. Ja, das kann auch eine Side-Mission sein, das heißt... Aufnahme nichts. Starten, ja, ich nehme schon auf, Spast. Spastiges GTA! Hast du mit GPS? Geld automatisch, aber nicht... Die Mission. Lamar. Alter, schon gesehen, was dieser... Ja, ich fahre einfach zum Fragezeichen, ich werde es auch so finden. Hoffe ich. Fragezeichen von wem? Ein grünes, also von Franklin. Wie viele gibt's auf der Map? Nur eins? Jupp. Okay, dann ist das Tonya, das ist eine Hauptmission. Muss ja erstmal rauskommen, weil ich wieder alles tot gefahren habe. Ey, yo! Meine Damen und Herren, Quality Autofahring, only at Cydia LP. Kappa. Weißt du, was wichtig ist, dass ich das Projekt vor Sommer beende? Also zumindest mit aufnehmen.
Ja. Wow. Weil sonst wird's hier zu heiß. Dann stell mal, hast du deinen Computer schon aus dem... Ja. Schreibtisch rausgenommen? Ja. Hat das was gebracht? Ja. War ein bisschen retarded von mir, gebe ich zu. Das ist nie eine gute Idee. Ja, eigentlich. Aber eigentlich weiß ich das ja sogar. Das ist auch der Grund, wieso man lebt. Man hat ja früher diese komische Zeit gegeben, wo du deinen Computer unter den Bildschirm gestellt hast, damit der Bildschirm weiter oben ist. Das war auch immer eine scheiß Idee. Alter, was fahrt ihr alle in mich rein? Fahrt doch mal auf der richtigen Seite. Wir sind in Japan, da fährt man links. Aber ich weiß gar nicht, ob ich die Wege zu den Missionen rausschneiden soll oder ob ich die drin lassen soll. Lass sie drin. Kann ich drin lassen? Ja. Dass sich die Leute von meinem guten Dings. Ja, das wäre dann kein Let's Play, das wäre dann so ein Highlight-Scheiß. Hm? Wäre dann so eine Highlight-Schwuchtel-Scheiße, was PewDiePie die ganze Zeit macht. Ja, aber GLP hat ja die Wege auch rausgeschnitten. Wirklich? Ja. Aufgefallen. Hat aber gemacht. Ja, aber GLP ist ja auch herumgeschwuchtelt worden, also was soll's. So. Ich stehe voll auf der Bitch drauf, die kann sich nicht mehr bewegen. Lol. Meine Damen und Herren, moderne Künst. Moderne Künst. Ich habe $12 bekommen. Und die Missionen für den zweiten Split haben angefangen. Hä? Den dritten, entschuldigung. Hä, das ist doch keine, hä? Der Merryweather-Job. Das Fragezeichen ist weg. Hast du Sterne? Nein. Hast du es überfahren? Ja. Ja, dann fahr so 10 Meter weg und fahr wieder zurück. Oder 20. Oder... 100. Ach so, ich hab bei. Ach so, ups. Ach, ich hab die Missions. Ich hab gerade das Auto geht nicht an. Ich hab sie ich aus. Ich weiß nicht, ob das eine Hauptmission ist, aber ich hab die auch gemacht. Oh fuck, jetzt hab ich Sterne. Dann kannst du sie nicht. Alle anderen Missionen kannst du aktivieren, nur die nicht. Machst du alle Side-Missionen? Weiß nicht. Na, mach nicht. Das ist langweilig. Die meisten sind sehr schlecht. Muss ich jetzt echt Offroad fahren? Ich bin echt von den Bullen weg. Na fuck. Gar keinen Bock jetzt eigentlich auf Bullen, aber gut. Könnte man denn hinfahren? Ich hab das ja gar nicht von GLP gesehen, ich hab das von Ebitor gesehen. Ach so. Na gut, also ich habe auf jeden Fall das von German Let's Play geguckt, das weiß ich. Offroad! Ins Wasser! Nein, nicht ins Wasser! Ja, okay. So, jetzt warten wir, bis die lieben Bullies weg sind. Und dann fahren wir nochmal zu der Frau, ohne sie zu überfahren. Die heißt Tonja. Und dann fahren wir nochmal zu Tonja, ohne sie zu überfahren. Voll das Nigger Crab Web. Dann fahren wir halt zum Nigger Crab Web, ohne es zu überfahren. Es. Oh nee, du könntest da echt. Komm, geh da hoch. Nein, dann steig halt aus. Dann lassen wir das Auto halt hier unten im Wasser. Tschüss, Auto. Tschüss, Patrick. Los. Ah, da ist eine Leiter. Leiter, klettern, klettern, Leiter, Leiter. Und wir klettern die Leiter entlang. Das ist so toll wie... keine Ahnung. Da, 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 da. Jetzt brauchen wir ein Auto, obwohl da können wir auch kurz hinlaufen, das ist nicht mehr weit.
Und diesmal werde ich sie nicht überfahren, weil ich kein Auto dabei habe. Also kann gar nicht schief gehen. Das ist doch ein bisschen weg. Ah, hier, ich nehme mal den Lieferwagen hier. Kill that hunger. Heavy shelling chosen sites. Aha. Danke fürs Auto. Bukta madre. Abayoko das. Sayonara bakadayo. Gott, ist dieses Auto langsam. Wir sind gleich wieder da. Ich komme. Bin aus dem Auto gesprungen. Komme. Steh auf. Ja. Aber dann würde ich sagen, bevor wir mit der... Wie hast du sie gerade genannt? Tonja. Nee, danach. Behinderte Crackhure. Ja. Ach man, warum geht jetzt die Katze los? Ich wollte gerade Folge beenden, ne? Und gucken wir uns auch noch die Katze an. Kannst du sparen. And they're showing everything. Hey, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. So, dann würde ich sagen, was mit der weiteren Folge GTA 5. Wenn sie euch gefallen, lasst doch mal einen Daumen nach oben und einen Kommentar, da würde uns sehr freuen. Link zur ersten Folge und zur Playlist befindet sich unten in der Beschreibung. Und auch außerdem wieder Links für YouTube, Facebook, Proxer, Hitbox und Instagram. Wir sagen tschüss, wünschen euch noch einen schönen Tag, sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, was gibt's noch zu sagen, außer tschüss, Silly. Tschüss.